Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamland Valley. Remy braucht unsere Hilfe, haben wir gehört. Also, hey, du Lenfie, bist es. Tut mir leid, aber wenn du eine Sonderbestellung brauchst, musst du warten. Ich bin völlig überlastet. Ich weiß, Woody hat mir von seinem kleinen, Missgeschick beim Kochen erzählt. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, danke. Nach diesen Gerichten, die Woody gekocht hat, brauche ich jede Hilfe, die ich bekommen kann. Ich habe Gusto geglaubt, als er sagte, dass jeder kochen kann, aber nachdem ich Woodys Gerichte probierte, nun ja. Sagen wir einfach, dass nicht einmal Anton Ego die richtigen Worte finden würde, um diese Gerichte zu beschreiben. Weißt du was? Hier, koste selbst. Ich will nicht. Oh Gott, das sieht aus wie diese undefinierbare Pampe, die man bei Zelda rauskriegt, wenn man was falsch zusammenmischt. Uha. Ist die... Ich muss wirklich... Okay. Lecker. Schleimige Paste, was das eigentlich mal sein sollte, ist unklar. Jetzt ist es jedenfalls eine Paste, die irgendwie nach Käse riecht. Mhm. Yay. Ich mag eigentlich Käse, aber das da... Also, was hältst du von Woodys Gerichten? Ja gut, also die gute Nachricht ist, ich habe überlebt. Aber wenn du noch mehr davon essen müsstest, würdest du dir wünschen, du hättest es nicht getan, oder? Wenn es hier jemanden gibt, der Woody helfen kann, diese Katastrophe zu retten, dann bist du es wohl, Lenfie. Hey, vielleicht wirst du ja sein Gusto. Ja, okay. Was hat Remy gesagt? Naja, er hat mich die Gerichte probieren lassen, die du zubereitet hast und ganz ehrlich, die waren so schlecht, dass es schon fast eine Kunst für sich ist. Ja, mach dich nur über mich lustig. Wenigstens biete ich dir ein bisschen Unterhaltung. Für Spielzeug zu kochen ist ziemlich einfach. Alles ist aus Plastik. Wenn es gut aussieht, dann schmeckt es auch gut. Es sah aber nicht mal gut aus. Aber diese Gerichte haben auch nicht gut ausgesehen. Aber sie sahen spaßig aus. Deshalb dachte ich, es würde auch Spaß machen, sie zu essen. Hey, dafür kannst du mir nicht die Schuld geben. Ich bin ein Spielzeug. Ich habe keinen Geschmacksknospen. Woher soll ich wissen, ob was schlecht schmeckt? Ich zeig dir, wie man richtig kocht. Dann wirst du so ein guter Koch, dass du die Gerichte gar nicht mehr zu probieren brauchst. Das wäre klasse. Dann können wir das, was wir zusammen kochen, zu Remy bringen, um ihm zu helfen. Er muss noch viele Bestellungen abarbeiten. Hier, das sind die Rezepte, um die er mich gebeten hat. Na, mal sehen, was das eigentlich werden sollte. Was haben wir denn da Schönes? Rezeptbuch für Käsekuchen. Käsekuchen. Oh, lecker. Und wir sollten auch alles dafür haben. Tatsächlich. Und vegetarische Pizza. Na perfekt, das ist ja genau mein Essen hier. Super. Habe ich noch Tomaten? Tomaten könnte vielleicht schwierig werden. Na, mal sehen. Wir schauen mal, was wir davon haben. Käsekuchen. Käsekuchen. Vegetarische Pizza, können wir gleich mal gucken. Der Käse. Oh, Moment. Vielleicht wäre Käse nicht schlecht, wenn man Käsekuchen und Pizza machen möchte. Immer gleich 5. So. Ah, Tomaten hatte ich scheinbar. Da hat er jetzt nicht gemeckert gehabt. So, vegetarische Pizza. Einmal bitte. Das Auffüllen ist wirklich super. Dass man sich selber rumsuchen muss. Okay, das sieht sehr lecker aus. Und jetzt den Käsekuchen. Der ist wahrscheinlich hier. Da. Es gab jetzt auch sehr viele neue Weihnachtsrezepte mit Lebkuchenhaus und so Früchtebrot und so weiter. Auch ziemlich... Sieht alles so geil aus immer hier. Boah, würde ich am liebsten reinbeißen. So, Remy. Ich hab alles. Hilfst du mir mal kurz? Ja klar, hier, bitteschön. Hui, geschafft. Hey, wow, hat Woody das alles gekocht? Gusto hat recht, jeder kann kochen, sogar Woody. Ja, naja, es war eine Teamleistung. Woody hat geholfen. Wie bei Linguini und mir. Ich bin sicher, dass Woody viel gelernt hat, indem er dich beobachtet hat. Ich hoffe, dass er sich durch eine schlechte Erfahrung nicht entmutigen lässt, es noch einmal zu versuchen. Danke, Lenfie. Wieder einmal hast du mir geholfen, mein Restaurant zu retten. Du bist der Beste. Der? Danke. Okay. Na gut. Remy weiß scheinbar nicht, dass wir eine Frau sind. Danke für deine Hilfe, Lenfie. Was hätte ich nur ohne dich gemacht? Ich muss zugeben, den Dorfbewohnern zu helfen, ist schwieriger, als ich dachte. Du hattest auch erwähnt, dass du versucht hast, Goofy zu helfen. Was ist denn dabei passiert? Ja, die andere Katastrophe. Es ist einfacher, wenn ich es dir zeige. Folg mir doch. Okay. Okay. Dann schauen wir mal. Zum schillernden Strand, ja? Oh Gott, was denn da passiert? Hat er Goofys Angel zerstört oder so? Naja. Lassen wir uns überraschen. Hi, Maui. Steh nicht immer am Weg, du Riesentyp.
Ja, das Karussell ist wirklich sehr, sehr trostlos. Wir gehen mal kurz rein. Uha. Was denn? Das werden wir wahrscheinlich abbauen müssen, oder? Huch. Moment. Was haben wir denn Schönes hier? Ein paar Kirschen. Nein. Okay. Vielleicht kommt die Quest erst später. Also an sich ist ja cool hier, ne? So mit dem Popcornstand und dem Ding hier. Aber, naja. Da muss auf jeden Fall noch einiges getan werden. Ja, noch einiges. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wo am Schlendestrand. Ist immer so doof, dass es ja beide Seiten gibt. Aber hier ist scheinbar keiner. Hä, wo sind die denn? Ach, hier läuft er hin. Okay, dann andere Seite. Ich sehe schon. Tatsächlich gar nicht mal so schlecht, dass wir hier sind. Ich brauche noch was anderes. Was nur hier wächst. Hä, vorhin habe ich doch noch eine gesehen. Komisch. Ich will was... Ja, hier. Ach Mensch, die kann man auch leicht übersehen. Ich brauche nämlich für eine andere Quest noch Sonnenblumen. Wir brauchen noch die rot-weiße Hortensie, aber die scheinen noch nicht gewachsen zu sein. So, wo ist Woody hin? Da hinten. So, was hast du gemacht, Woody? Hier ist es passiert. Hier wäre ich fast von einem Fisch unter Wasser gezogen worden. Nach dem ganzen Kochdesaster habe ich beschlossen, etwas Einfacheres zu versuchen. Zum Beispiel, naja, Hauszustellung. Goofy organisierte ein Abendessen mit Freunden. Er wollte knusprigen Kabeljau zubereiten, also brauchte er Kabeljau und Weizen. Was? Ein Abendessen mit Freunden? Wann waren das? Wieso? Wieso war ich nicht eingeladen? Ich bin ein bisschen sauer. Es stellte sich heraus, dass es viel schwieriger ist, Fische mit dem Lasso zu fangen als Spielzeugvieh. Ich warf mein Lasso und bevor ich mich versah, fuhr ich Wasserski hinter einem Kabeljau. Ah, man kann Fische auch mit einem Netz fangen, weißt du? Ich wusste, dass es da einen Trick geben muss. Also müssen wir wohl ein Kabeljau für Goofy angeln, hä? Hast du ihm den Weizen besorgt? Hast du gesehen, wie groß diese Pflanzen sind? Sind doppelt so groß wie ich. Hä? Ich konnte sie nicht ernten und tragen. Jetzt hat Goofy nichts, womit er sein Abendessen zubereiten kann. Wenn wir ihm das alles nicht bald besorgen, naja... Ach, keine Sorge. Ich zeig dir, wie es geht. Besorgen wir Goofy sein Kabeljau und einen Weizen. Danke. Ich glaube, ich muss die gar nicht angeln. Also den Weizen sowieso nicht. Das wäre seltsam. Es könnte sein, dass ich das alles hier schon in der Kiste habe. Wir schauen mal. Ach so, ich muss die wirklich frisch fangen. Ach, okay. Ich sehe schon. Die Aufgabe ist wirklich fangen. Na gut. Wo fängt man Kabeljau? Ist das hier überhaupt richtig? Moment, vorher? Ja. Sammlung, Fische, Kabeljau. Dort. Okay, Schlander Strandlichtung des Vertrauens. Na gut. Achso, und in welchen Dingern? Das macht ja auch noch was aus. Das steht hier gar nicht, ne? Ob, also, manche Sachen kann man ja nicht in den weißen fangen, sondern in blau oder in den roten oder golden. Na, mal sehen. Wir probieren es mal hier eben. Weil ich mich nicht erinnern kann, dass ich hier schon mal Kabeljau gefangen habe. Ach ja. Ja, die fängt man hier wirklich zuhauf. Ich nehme fast an, wir brauchen da eine andere Farbe von Dingern. Weil in denen fängt man hier eigentlich immer diese blöden Heringe. Ich sollte Goofy mitnehmen. Das ist eigentlich dämlich, das jetzt so zu machen. Und mit einem Angler fange ich ja mehr. Wartet mal. Ah! Maui geht ja, glaube ich, auch. Ich glaube, den habe ich auch zum Angler gemacht. Maui hey, hat immer Zeit Komm für seine mit. Fans. Dankeschön. So. Ja, die Sachen ernte ich jetzt mal eben nicht. Brauche ich jetzt nicht auch noch mit mir rumschleppen. Ich habe ja schon keinen Platz. Das könnte ein bisschen schwierig werden, die Quest hier. Vielleicht sammle ich die Kabel ja einfach mal selber zwischendurch. Weil, naja. Ich glaube, das sind auch nicht die richtigen Blasen hier. Das ist schön. Ja, wisst ihr was? Die Quest mache ich alleine. Das ist wirklich doof. Wir gucken mal kurz, ob wir eine andere machen können. Hier war noch was. Hier zum Beispiel. Da müssen wir einen Stoff herstellen. Wartet mal. Geh mal hier hin. Vielleicht habe ich da noch Baumwolle angepflanzt. Eigentlich pflanze ich immer wieder nach. Echt, habe ich keine gepflanzt? Oh. Das ist ja doof. Ich habe keine Baumwolle gepflanzt. Verdammt. Na gut, dann machen wir das mal kurz.
Wie viel werden wir brauchen? Weiß nicht. Bisschen. Wir haben schon wieder keinen Platz. So, sonst kann ich hier nämlich nicht vorbeischippen, wenn da was rumliegt. Das war ein bisschen unpraktisch. Nein! Ich sollte ihn wieder wegschicken. Das ist ein bisschen nervig. Na, der Tommy Morgenstern. Weißt du was, Barry? Oh, der hat auch eine Aufgabe für uns. Okay. Ja? Habe ich schon erwähnt, dass ich die Sonne mit dem Lasso eingefangen habe? Die ganze Sonne. Für Sterbliche. Und übrigens, hast du den großen Haufen Trümmer am Strand gesehen? Ich habe etwas in einem Trümmerhaufen stecken gesehen. Willst du, dass ich es dir zeige? Ja. Folge mir. Ja, gleich. Moment. Ich habe auch Sachen zu tun. Ich kann jetzt nicht immer jedem hier hinterher rennen. Wisst ihr was? Ich muss mal Sachen verkaufen. Sonst haben wir ja echt ein Problem. Ich verkaufe mal Gerichte und so, die ich noch in der Tasche habe. Na, wie geht's? Dann können wir gleich die Baumwolle kaufen. Das hier können wir auch verkaufen. Das ist ja nur zum Verkaufen. Hier die Sachen. Die vielleicht noch nicht. Vielleicht brauche ich die nochmal. Oh nein, ich wollte doch noch kaufen. Menno, komm doch mal her. Goofy? Hallöchen. Ich hätte gern Baumwolle. Nehmen wir mal 30. So. Doof, ich würde die auch gerne schon einfach fertig kaufen. Wäre jetzt auch nicht das Problem, aber naja. Na, einmal einsammeln. Kirsche. Paprika können wir auch essen. Ach, Zitronen habe ich auch noch. Kann ich auch futtern. Nein, nein. Ach Gott, aus Versehen losgelassen. Wie viele brauche ich? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 haben wir. Also noch ein bisschen. Jetzt haben wir 20. Nein! Okay. Verdammt. Dann müssen wir jetzt hier mal kurz eine Reihe machen. Jetzt haben wir 20 plus 4. 24. Wieder Hunger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sollten wir es eigentlich haben, glaube ich. Das müssten jetzt 30 sein. Wenn ich mich nicht irgendwo verzählt habe. Okay, und dann können wir von mir aus auch gleich Maui folgen an den Strand und mal gucken, was er da meint. Ich nehme mal an, er meint diese goldenen Kisten vielleicht, die da in dem Zeug drin sind. Vielleicht. Aber das kriegen wir halt auch noch nicht raus. Vielleicht kann er uns ja dabei helfen, die Sachen da jetzt rauszukriegen. Ich würde wirklich gerne mal die ganzen Wege auch frei machen, dass ich nicht ständig teleportieren muss, wenn ich einfach mal über so eine Brücke da gehen will. Ach, ist ja gut. Moment. Machen wir noch irgendwas, was ich schnell essen kann, was nicht so schade ist. Hier ein bisschen Mais. Manche Sachen will ich halt nicht essen, weil es eigentlich so schade ist. Die Gerichte hätte ich mal aufheben sollen. Ich hätte einfach den Rohkost da essen können. Den Rohkostteller. Naja, nicht dran gedacht. Ja, geht genau auf. Weil hier haben wir noch einen. So, sehr schön. Okay, das hätten wir. Darauf müssen wir jetzt nur noch warten. Und jetzt gehen wir, wo ist er? Hier. Okay, dann gehen wir hier runter. Und gucken mal, was er uns da zeigen will, Schönes. Ich hoffe, es lohnt sich. Das könnte auch Kabeljau sein. Warte mal kurz. Ich glaube, hier waren die auch, ne, auf der Wiese. Ich versuche das mal ganz kurz. Interessiert mich mal. Ah, nein, nein, falsch. Ich stehe ganz falsch. Mal kurz ausprobieren. Huch, hi Christoph. Könnte sich langsam mal an Anna erinnern. Und zumindest neu verlieben. Also eigentlich. Wenn er sich schon mal verliebt hat, müsste er sich doch eigentlich auch nochmal verlieben, oder nicht? Eine rote Alge noch bekommen, aber leider kein Kabeljau. Na gut. Da hinten ist er. Ja, genau, das meinte ich. Da, wo die goldene Kiste drin steckt. Falls du Hilfe brauchst. Siehst du, etwas steckt in den Trümmern fest. Ich kann deine Spitzhacke stärker machen, damit du auch das hier zerbrechen kannst. Aber zuerst brauche ich einige Dinge, die ich in meinen Ozean zurückgelassen habe. Sie sind in einem Korb neben meinem Boot auf der Insel, auf der wir uns getroffen haben. Hol das Zeug und bring es mir. Dann können wir loslegen.
Okay, ich bin raus. Okay, ich will wirklich die Aufwertung haben. Deswegen machen wir das jetzt mal. Na gut. Ich hasse Laufquests. Vor allem da so unnötig irgendwie, aber okay. Okay, man muss ja auch irgendwas zu tun haben, ne? Welche waren das hier? Das war gleich die hier, ne? Wir waren da schon sehr lang nicht mehr. So, er stand ja da oben. Oder, nee, hat er gerade gesagt, nimm den Brot? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht? Okay. Wahrscheinlich das hier, ne? Den Steinschaber wollte er haben. Also die Muschel nehme ich auch alles sehr, sehr gerne. Ich habe nur keinen Platz. Ich muss leider ein paar Sachen... Ach. Das Platzproblem hier. Kann ich die aufheben? Nein. Na gut, schade. So, habe ich die Sachen jetzt? War es das? Bin mir unsicher. Hm, ja, 5 von 5, okay. Den einfach mit... Warte mal, hatte ich ihn nicht mitgenommen? Okay, einmal geradeaus. Oh nein! Nebel. Das ist ja unschön. Ich meine, ich finde es cool mit den Wettereffekten hier, aber im Nebel sieht das hier immer alles ein bisschen trostlos aus. Hey, hier drüben. So, bitteschön. Steinschaber. Toll, jetzt, wo ich diese Steinschaber habe, werde ich machen, was ich mache. Und du kannst tun, was du tust. Oh. Bring mir einen Snack mit. Irgendetwas Frisches und Leckeres. Okay. Was? Ich bin raus. Koche ein frisches 5-Sterne-Menü. Okay. Schön, dass da auch extra frisch steht. Das heißt, dass ich es wahrscheinlich nicht einfach aus der Kiste nehmen kann. Okay. 5 Sterne, ja? Okay. Ah, das sind 4. Das wären 5, aber ich habe keine Kartoffeln und keinen, kein Lauch. Das müsste eigentlich gehen, wenn ich alles davon habe. Ja, habe ich. Na, schade, die Muscheln wieder. Naja. Eine Bouillabaisse. So, ich glaube, das würde er mögen. Und mal gucken, ob wir dann jetzt eine bessere Spitzhacke haben. Das würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Dann mache ich gleich mal hier unten den Weg frei. So, bitteschön. Hey, danke, Lenfi. Das riecht köstlich. Okay, jetzt kommt das Großartige. Gib mir deine Spitzhacke. Bitteschön, nicht kaputt machen, bitte. So, das war's. Eine verbesserte und robuste Spitzhacke, die von mir verstärkt wurde. Dankeschön. Das freut mich sehr. Jetzt ist sie stark genug, um sich durch alles Mögliche zu hacken. Komm schon, du lahme Ente. Holen wir uns, was auch immer in den Trümmern des Sturms steckt, die ich dir gezeigt habe. Okay. Okay, bis bald. Kommt er jetzt wirklich mit? Okay. Der verstopft halt immer das ganze Bild. Ist ein bisschen, naja, ein bisschen anstrengend. So, da. Die will ich nämlich auch haben. Sehr schön. Wo ist jetzt die Kiste? Hä? Ich... So. Also, was hast du gefunden? Das hier. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Stück Sandstein. Ha. Oh, das erinnert mich an etwas. Ich habe vor dem Vergessen im Dreamlight Valley das Feuer gebracht. Es gab eine schalenförmige Feuerquelle aus meinem Ozean, aber ich habe sie nirgendwo gesehen. Ja, das ist mein nächstes Geschenk an das Dorf. Wir werden sie nachbauen. Was sagst du dazu? Ja, los. Ich wusste, dass ich dich mögen würde. Okay, jetzt hör gut zu. Benutze dieses Stück Sandstein, um eine neue herzustellen. Okay. Gut. Du brauchst auch etwas Sand, Steine, Kohle und rote Blumen, wie diesen Bartfaden auf dem Hauptplatz. Wenn du alles hast, baue es auf deiner Werkbank zusammen. Danach stellst du die Feuerquelle inspiriert von meiner Wenigkeit irgendwo im Dorf auf. Okay. Hab ich noch Sand? Ich bin raus. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich habe hier mal ein bisschen Sand gesucht, aber puh. 2 von 20. Gut, wir haben keinen Sand. Oh, noch cool in Ernst. 3 von 10. Na gut. Da werde ich, glaube ich, hier ein bisschen graben müssen. Denn ja, man kriegt halt nicht oft Sand. Da sollte ich mir vielleicht vorher mal Ska oder so holen. Damit ich da auch mehr rauskriege entsprechend. Wäre eine Idee. Moment, ich habe schon wieder keinen Platz. Essen wir doch den hier mal kurz, weil die Muscheln sind tatsächlich wichtiger.
Okay, Leute, wir sind eh bei 20 Minuten. Dann würde ich sagen, ich suche mal wieder Sachen, damit wir Quests erfüllen können. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!